So, also ich darf Sie ganz herzlich willkommen heißen zu unserem Webinar Schritt für Schritt ins mobile Arbeiten, heute mit Teil 4, dem Thema Wissensmanagement, Wissensmanagement auch remote sicherstellen. So, nächste Folie, genau. Mein Name ist Svea Schuh. Wenn Sie auch schon unsere Webinare besucht haben, dann haben Sie mich vielleicht auch schon kennengelernt. Ich bin am Mittelstand 4.0 Kompetenzzentrum in Saarbrücken beschäftigt und ja, beschäftige mich dort sehr intensiv mit Wissensmanagement. Ich möchte in dem heutigen Webinar Ihnen gerne zuerst ein paar Grundlagen zum Thema Wissensmanagement vermitteln, Ihnen dann auch zeigen, wie der Wissenstransfer auch trotz der Remote-Arbeit, wie es ja aktuell bei vielen stattfindet, ja, gelingen kann. Und ich habe Ihnen auch ein paar Tools mitgebracht, die Sie vielleicht in der Praxis unterstützen können. So, dann starten wir nun mit dem Vortrag. Und ich möchte gerne so starten mit Wikipedia, weil ich glaube, jeder kennt Wikipedia. Es ist das berühmteste Wiki der Welt wahrscheinlich. Und das Ziel von Wikipedia ist es, möglichst viel Wissen einer großen Masse an Personen bereitzustellen. Und genau dieses Prinzip kann eigentlich auch auf Unternehmen übertragen werden. Gerade in der heutigen Zeit, wir sind mit dem demografischen Wandel kontaktiert, also die Babyboomer-Generation, die kommt ins Rentenalter, tritt aus dem Unternehmen aus. Und da ist es auch ganz wichtig, dass das Wissen im Unternehmen bewahrt wird und auch den anderen Mitarbeitern zur Verfügung gestellt wird. Hier habe ich Ihnen mal ein paar Wissensbereiche in einem Unternehmen aufgeführt. Also zum Beispiel haben Sie Wissen über Wettbewerber, über Projekte, vielleicht haben Sie auch Patente, organisationales Wissen, also auch Wissen über zum Beispiel informelle Regeln, über Abläufe, Wissen, das Sie in Datenbanken haben, Prozesswissen, Wissen über Ihre Produkte, also zum Beispiel die Spezifikation, Inhaltsstoffe, Zutatenlisten, was auch immer. Wissen über Märkte und Trends, wie die sich entwickeln. Wissen über ihre Lieferanten, ihre Kunden, über die Anforderungen ihrer Kunden, über Technologien oder auch Produktionsverfahren. Also das hier ist nur mal eine erste Auswahl an Bereichen, um zu zeigen, dass eigentlich in Ihrer ganzen Organisation relevantes Wissen liegt. So, und es gibt verschiedene Arten von Wissen, die man unterscheidet. Nämlich zum einen das Fach- und Faktenwissen, dann das strategische Methodenwissen und das Erfahrungs- und Prozesswissen. Ich versuche das Ihnen am Beispiel des Fahrradfahrens zu verdeutlichen. Und zwar kann Ihnen das Fachwissen darüber vorliegen, wie Fahrradfahren funktioniert. Zudem können Sie auch eine Lernstrategie vorliegen haben, wie Sie Fahrradfahren erlernen können. Aber jeder muss durch den individuellen Prozess des Lernens und des Erfahrens gehen, bis es dann am Ende gelingt. Und dabei sammelt jeder ganz individuell für sich seine, ja, seine Erfahrungen. Das Fachwissen, das kann sehr stark expliziert werden. Also es nennt man auch explizites Wissen, denn es ist dokumentierbar. Das Erfahrungswissen, das ist eher implizit, also in den Köpfen der Mitarbeiter. Und das setzt sich aus einem Bündel von Werte, Normen, Erfahrungen, die im Laufe der Jahre gesammelt wurden, zusammen. Und gerade um dieses implizite Wissen, das man nicht einfach nur aufschreiben kann und dann jemandem zur Verfügung stellen kann, ist es unheimlich wichtig, dass sich die Mitarbeiter im Unternehmen untereinander austauschen können, um auch dieses Wissen, in ihren Erfahrungsberichten weiterzugeben. Hier sehen Sie die Bausteine des Wissensmanagements. Also erstmal geht es darum, in Ihrem Unternehmen zu identifizieren, welches Wissen haben wir aktuell?
Wer sind die Wissensträger? Generell sind erstmal alle Mitarbeiter im Unternehmen Wissensträger, aber mit Sicherheit gibt es ja diejenigen, die vielleicht schon seit Jahren den spezifischen Kunden betreuen und da extrem viel Wissen über den Kunden haben oder eine Maschine bedienen. Also identifizieren Sie erstmal die relevanten Wissensträger, die wirklich das, die dafür notwendig sind, dass die Prozesse auch laufen. Und dann müssen Sie sich auch überlegen, welches Wissen benötigen Sie, um auch Ihr zukünftiges Geschäft sicherzustellen. Und wenn Sie diesen Abgleich machen, dann wird Ihnen auch auffallen, wo Sie vielleicht noch Wissenslücken haben. Bei dem nächsten Baustein Wissen bewahren geht es darum, zum einen das Wissen, das dokumentierbar ist, auch niederzuschreiben in Form von Arbeitsanweisungen, Prozessanweisungen, Checklisten etc. und Ihren Mitarbeitern, die es auch benötigen, zur Verfügung zu stellen. Zudem geht es nicht nur darum, das Wissen zu dokumentieren, sondern auch einen Rahmen für die Mitarbeiter zu schaffen, in dem sie sich austauschen können, persönlich, um auch dieses implizite Wissen weiterzugeben. Bei den nächsten beiden Bausteinen geht es um das Wissen erwerben und entwickeln. Sie können zum Beispiel neues Wissen erwerben, indem neue Mitarbeiter ins Unternehmen gelangen. Aber es geht auch darum, dass Sie bei bestehenden Mitarbeitern neues Wissen entwickeln können, zum Beispiel durch die Weiterbildung. Gerade wenn wir an den Fachkräftemangel denken, ist das Thema Weiterbildung und Wissensentwicklung ein ganz wichtiger Punkt. Dann bei dem nächsten Baustein, bei Wissen vernetzen, da geht es ganz einfach darum, dass die Mitarbeiter ihre unterschiedlichen Kenntnisse miteinander teilen können, dass sie Wissen vernetzen und dass dadurch auch ganz neue Erkenntnisse und auch Kompetenzen dann entstehen können. Und das Wissen sollte dann letztendlich so genutzt werden, dass sie ihre Prozesse effizient ausführen können, dass sie zum Beispiel auch Doppelarbeiten vermeiden können. Genau. Und es geht letztendlich darum, dass Sie die optimale Nutzung von Wissen für das aktuelle Geschäft sichern können und die Lernfähigkeit und das Wissen auch für das zukünftige Geschäft entwickeln. Wenn man ein ganzheitliches Wissensmanagement betrachtet, dann kann man das Ganze aus drei Perspektiven betrachten, nämlich einmal aus der Organisationsebene, dann aus der Menschebene, der hier als Wissensträger vorkommt, und aus der Technologieperspektive. Die Organisation ist erstmal dafür verantwortlich, dass im Unternehmen eine Kultur des Wissensteilens auch entsteht. Also die Organisation ist für die Rahmenbedingungen, sowohl als aus kultureller Sicht als auch aus der Bereitstellung der IT-Infrastruktur verantwortlich. Der Mensch hat dann die Gelegenheit, in so einer Kultur, wo es nicht nach dem Motto Wissen ist Macht geht, sein Wissen anzuwenden, mit anderen Mitarbeitern zu teilen und weiterzuentwickeln. Und durch gewisse Technologien ist es auch möglich, Prozesse zu digitalisieren und auch die Vernetzung der Mitarbeiter herzustellen und den Mitarbeitern auch den Zugang zu Informationen zu gewährleisten und die Kommunikationsmittel zur Verfügung zu stellen oder auch Tools, die sie benötigen, damit sie ihr Wissen bestmöglich dokumentieren können und auch miteinander teilen können. Deshalb ist Wissensmanagement einmal, oder sollte Wissensmanagement zum einen durch die Führungsebene wirklich von oben nach unten auch gefördert werden, also top-down. Und es ist wichtig, dass die Mitarbeiter, denn sie sind ja auch die Prozesseigner, die Wissensformate selbst mitgestalten können, also quasi von unten nach oben. Und hierbei ist es nochmal zusammengefasst wichtig, dass die Führungsebene eine IT-Infrastruktur gewährleistet, dass sie auch Anreize schafft, dass die Mitarbeiter Lust dazu bekommen, ihr Wissen zu teilen. Das kann man zum Beispiel auch in persönlichen Zielvereinbarungen mit reinpacken, dass eine offene Unternehmenskultur
herrscht, dass Modelle zur Zusammenarbeit auch geschaffen werden, wo man zum Beispiel auch abteilungsübergreifend miteinander zusammenarbeitet, dass dadurch auch die Wissenssilos aufgebrochen werden und die Abläufe auch eine moderne Kommunikation fördern. Die Mitarbeiter sind angehalten, die Wissensformate mit Leben zu füllen, dass sie Neues ausprobieren, dass sie Wissen entwickeln, miteinander teilen und auch erstmal definieren, wie können sie ihr Wissen am besten an andere weitergeben. Muss zum Beispiel für das Bedienen einer Maschine, kann man das am besten dokumentieren in einem Prozessdiagramm oder ist es einfacher, ein Video aufzunehmen und ins Intranet zu stellen für die Mitarbeiter oder will man einen Screencast aufnehmen? Also gibt es verschiedene Möglichkeiten und ich glaube, gerade die Art und Weise können oft die Mitarbeiter auch selbst am besten beurteilen. Die Vorteile von digitalem Wissensmanagement, als dass, wenn man digitale Tools nutzt, sind, dass man eine hohe Reichweite hat. Also man kann viele Mitarbeiter erreichen. Es ist zeit- und ortsunabhängig. Man kann dadurch auch neue Formate der Vernetzung und Zusammenarbeit schaffen, denn digital ist es manchmal einfacher, abteilungsübergreifend auch zu kommunizieren oder Arbeitspakete zu teilen. Man fördert dadurch auch ein agiles Arbeiten, auch dass Wissenssilos aufgebrochen werden und vor allem kann es auch die Transparenz erhöhen. Hier habe ich noch ein Beispiel für Sie eines Unternehmens, nämlich der Metallmeister Grimma mit 65 Mitarbeitern aus der Metallbranche. Und dieses Unternehmen hat sich mit dem Thema Wissensmanagement beschäftigt und konnte hier eine nachhaltige Lösung bei sich einführen. Und zwar hatten sie das Problem, dass Konstruktionszeichnungen digital bei ihnen angelegt wurden. Dann wurden sie quasi ausgedruckt und dann wurden Bemerkungen manuell auf das Papier geschrieben und das ging dann durch verschiedene Abteilungen, bis es letztendlich im Produktionsumfeld angekommen ist. Und das Problem war, dass man lange Suchzeiten hatte, um herauszubekommen, wo denn jetzt gerade in welcher Abteilung die Zeichnung liegt und dass die Erkenntnisse, die manuell auf die Zeichnung aufgeschrieben wurden, für die Zukunft eben nicht genutzt werden konnte. Denn es hat halt quasi nur eine manuelle Archivierung stattgefunden und keine digitale. Die Lösung war dann, das Ganze komplett digital zu machen, eine digitale Zeichnungsanzeige auch im Produktionsfeld zu etablieren. Und dadurch konnte im Produktionsfeld auf die Zeichnungsanzeige direkt, konnte er sich die direkt anzeigen lassen. Alles wurde digital auch, also die Bemerkungen wurden, die Zeichnungen auch draufgeschrieben und dadurch konnte man dann auch in der Zukunft diese Informationen wieder verwenden für neue Projekte. Man konnte, es konnte jeder drauf zugreifen, man musste nicht mehr suchen, in welcher Abteilung gerade die Zeichnung liegt und konnte dadurch natürlich auch Suchzeiten verringern, Papieraufkommen verringern. Also das ist ein Beispiel, das vielleicht auch gerade in der heutigen Zeit aktuell müssen vielleicht manche Mitarbeiter sind im Unternehmen, manche befinden sich im Homeoffice. Da gibt es ja oftmals solche Regelungen, damit nicht so viele auf einem Fleck im Unternehmen sind. Und wenn dann eben die Informationen, die auch jeder benötigt für seine Arbeit, digital sind, dann macht es das oftmals schon leichter, einfach miteinander zu arbeiten und sein Wissen einzubringen und zu teilen. Das digitale Wissensmanagement hat sich in den letzten Jahren so ein bisschen gewandelt. Also früher lag ganz verstärkt der Fokus auf der Dokumentation, also auf der Bereitstellung von dokumentierten Informationen. Und es hat sich so ein bisschen gewandelt in die Kollaboration, also dass die Kommunikation der Mitarbeiter untereinander und die Interaktion viel mehr gefördert wird. Das sieht man eigentlich auch ganz schön, wenn man sich ein paar Tools betrachtet, die aktuell am Markt
die es am Markt gibt, da kommt dieser Kollaborationsgedanke schon sehr stark vor. So, hier habe ich Ihnen jetzt ein Beispiel mitgebracht, wie Sie Wissen in Ihrem Unternehmen dokumentieren und teilen können, nämlich zum Beispiel mittels eines Firmenwikis. Ich habe eben ja auch in der Umfrage gesehen, dass einige von Ihnen schon ein Firmenwiki haben. Das ist ganz einfach eine Plattform, wo Sie Inhalte dokumentieren und teilen können, sodass Sie quasi in Ihrem Unternehmen eine Wissensdatenbank oder Wissensplattform schaffen können. Das Gute ist daran, dass das über alle Unternehmensbereiche hinweg passieren kann, sodass die Information dann auch einer breiten Anzahl an Mitarbeitern zur Verfügung steht. Also wir denken nochmal an Wikipedia. Hier habe ich Ihnen noch ein paar Beispiele aufgeführt, die Sie in einem solchen Firmenwiki reinpacken können, zum Beispiel Prozesslandkarten, Schritt-für-Schritt-Anleitungen für bestimmte Arbeitstätigkeiten, FAQs, die Unternehmensleitlinien. Sie können auch ein Ideenmanagement generieren, Marktanalysen. Sie können das Firmenwiki als Intranet nutzen, indem Sie dann auch immer die aktuellsten Unternehmensnews in Form von einem Blog zum Beispiel an die Mitarbeiter kommunizieren. Also da gibt es unheimlich viele Möglichkeiten. Die Voraussetzungen sind dabei, dass Sie ein klar formuliertes Ziel haben, also was möchten Sie mit diesem Firmenwiki erreichen und was wollen Sie alles reinpacken, dass Sie auch für die Nutzung gewisse Richtlinien definieren, also wie gehen Sie zum Beispiel mit Kommentaren von Mitarbeitern unter Beiträgen um, möchten Sie das überhaupt, dass es auch einen Systembetreuer gibt, der zum einen von der Führungsebene auch die Interessen in dieses Firmenwiki reinpacken kann, aber auch die Mitarbeiter sensibilisiert, die Mitarbeiter mitnimmt, auch ein Ansprechpartner für sie ist, auch bei Fragen zur Nutzung. Und natürlich ist auch die Beteiligung der Mitarbeiter Voraussetzung, denn so ein Firmenwiki muss natürlich mit Leben gefüllt werden und mit Inhalten und es lebt von der Teilnahme davon. Hier habe ich Ihnen mal ein paar Impressionen mitgebracht. Und zwar sehen Sie hier links zum Beispiel, hier wurde in einem Firmenwiki eine Teamseite erstellt, wo dann die Teammitglieder mit Foto hinterlegt werden. Dann kann noch dazu geschrieben werden, was ihre Tätigkeiten sind oder wo sie vielleicht relevante Kenntnisse haben, was für die anderen Mitarbeiter auch immer ganz interessant ist. Ja, das Team kann mit seinen Zielen vorgestellt werden. Also da gibt's ganz unterschiedliche Möglichkeiten. Oben rechts in dem Bild sieht man, dass hier das Firmenwiki auch genutzt wurde, um Besprechungen zu dokumentieren. Also das ist auch vorstellbar, dass Sie in Ihrem Wiki einen Bereich eröffnen, wo Sie Protokolle reinpacken. Und unten in dem Bild sehen Sie, hier werden die Unternehmensnews in Form von einem Blog den Mitarbeitern bereitgestellt. Also es gibt tolle Tools, die Sie dafür nutzen können, die auch teilweise einfach zu bedienen sind, in denen man auch visuell Bilder einfügen kann und auch komplexere Themen, glaube ich, relativ gut einfach darstellen kann. Wenn Sie sich mit dem Thema Firmenwiki auseinandersetzen und möchten gerne ein Wiki einführen, dann ist es auf jeden Fall empfehlenswert, dass Sie im Vorhinein ein Lastenheft erstellen, in dem Sie sich Ihre Anforderungen an das System überlegen. Also das würde ich Ihnen generell auf jeden Fall empfehlen. Und ich habe Ihnen hier mal ein paar Punkte aufgelistet, die Sie sich im Voraus, über die Sie sich Gedanken machen können. Es gibt auf jeden Fall noch weitere, aber ich glaube, hier hat man schon mal einen sehr guten Anfang, nämlich, dass Sie sich zuerst überlegen,
Was wollen Sie mit dem System überhaupt erreichen? Was soll das Ziel sein? Möchten Sie es als Intranet nutzen? Soll es ein Nachschlagewerk sein? Möchten Sie, dass auch Interaktionsmöglichkeit gegeben ist, also dass es auch die Kollaboration zwischen den Mitarbeitern fördert? Welche Inhalte sind nachher drin? Also sind es reine quasi Textnachrichten? Wollen Sie auch Abbildungen reinpacken, Bilder, Prozessabbildungen oder Flussdiagramme, Checklisten, da gibt es ganz viele Möglichkeiten. Wer sind die Nutzer des Firmenwikis, also Ihre internen Mitarbeiter? Gibt es vielleicht auch Mitarbeiter, die an einem anderen Standort sitzen, zum Beispiel ein Vertrieb in einem anderen Land? Soll der auch Zugriff darauf haben? Dann auch das Thema Rechteverwaltung. Wer darf Beiträge verfassen, wer eventuell nur lesen, sollen es alle Mitarbeiter Beiträge verfassen können oder soll es eine Einschränkung geben? Gibt es vielleicht gewisse sensiblere Daten, die in einen schützenswerten Bereich sollen, wo vielleicht nur die Geschäftsführung drauf zugreifen kann oder gewisse Teams, Projektteams zum Beispiel? Welches Budget haben Sie? Wie stellen Sie sich den Zeitraum vor? Bis wann soll ein System eingeführt sein? Dann, wenn Sie sich über Ihre Inhalte Gedanken machen, es ist natürlich auch wichtig, dass das Wissen, das in diesem Firmenwiki drin steht, auch aktuell ist. Also haben Sie eher Inhalte drin, die sich schnell verändern oder die Beständigkeit haben. Denn wenn das Firmenwiki veraltet ist, dann schaut nachher niemand mehr rein und dann verliert es an Attraktivität. Wollen Sie auch ein Versions- und Änderungsmanagement, also dass man nachverfolgen kann, welche Beiträge verfasst wurden, wer etwas in dem System geschrieben hat? Wollen Sie auf alte Versionen zurückspringen können? Möchten Sie, dass auch Interaktion möglich ist, also zum Beispiel, dass die Mitarbeiter, wie zum Beispiel bei Facebook, einen Kommentar unter einen Beitrag setzen können oder noch etwas hinzufügen können. Wie nutzerfreundlich soll die Bedienoberfläche sein? Da gibt es auch ganz unterschiedliche Systeme. Möchten Sie nur über den Desktop oder auch mobil zugreifen sind Sie eher an einer On-Premise oder an einer Cloud-Lösung interessiert? Also ich glaube, wenn Sie sich über diese Punkte im ersten Step Gedanken machen, dann können Sie sich schon ein ganz gutes Bild der möglichen Systeme auch machen. Ich habe Ihnen hier mal 4 Systeme beispielhaft mitgebracht. Es gibt natürlich noch viel mehr. Und zwar das erste ist Confluence von Atlassian. Confluence hat den Vorteil, dass es eine sehr einfache Bedienung hat. Also es ist unheimlich nutzerfreundlich. Man kann in dem System quasi auf einer weißen Seite erstmal starten und kann per Klick auf Bearbeiten gehen und dann sieht das Ganze ähnlich aus wie in Word zum Beispiel. Also man hat das Gefühl, dass man die Oberfläche irgendwo herkennt und man hat unheimlich viele Möglichkeiten in Confluence auch mit den Mitarbeitern zusammenzuarbeiten. Also zum Beispiel andere Mitarbeiter auf einer Seite zu verlinken, ihnen noch einen Kommentar zu hinterlassen. Man hat auch wieder die Rechteverwaltung, also man kann zum Beispiel für unterschiedliche Teams. Ich sehe gerade, das Bild lädt. Ich hoffe, Sie können es gleich sehen. Können die anderen mich noch? Okay, vielleicht liegt es an Ihrer Verbindung, wenn mich die anderen noch hören und sehen können. Aber Sie bekommen ja auf jeden Fall alles auch zugeschickt. Von daher würde ich es einfach weitermachen. Genau. Wo war ich? Also in Confluence haben Sie die Möglichkeit, auch kollaborativ sehr viel zu machen. Und zudem können Sie auch weitere Tools, wie zum Beispiel Slack oder ein Trello, also so ein Kanban-Board, integrieren. Dann habe ich hier SharePoint aufgeführt. SharePoint wird schon
ganz viel von Unternehmen genutzt, um online gemeinsam an Dokumenten zu arbeiten und sie zu teilen. Und ich glaube, oftmals wird es noch gar nicht im ganzen Funktionsumfang genutzt, denn gerade SharePoint hat viel mehr als diese Dokumentenbearbeitung. Man kann hier auch Teamseiten anlegen, kann Kalender einbinden, kann sich Kommentare hinterlassen. Also eben bei den Bildern, die ich Ihnen gezeigt hatte, da war auch eins von SharePoint zum Beispiel. Aber ich habe Ihnen hier auch extra die Links reingepackt. Da können Sie mal draufgehen und da sehen Sie auch ganz tolle Beispiele. Dann habe ich hier noch Drupal Wiki, das und BlueSpice Media Wiki sind auch beides Systeme, die sich für so ein Firmenwiki eignen, auch mit einer relativ einfachen Bedienoberfläche. Media Wiki ist die Basis für Wikipedia, also da weiß man ja wie das Ganze aussieht und genau, also es gibt verschiedene Möglichkeiten. Wenn Sie da auch noch weitere Fragen dazu haben, können Sie gerne im Nachgang mich natürlich noch kontaktieren. Hier habe ich Ihnen noch zwei Bilder von Drupal Wiki und von BlueSpice mit reingepackt, dass Sie mal einen Eindruck bekommen, wie das Ganze dann auch visuell aussieht. Also eigentlich relativ übersichtlich. So, was für das Wissensmanagement auch wichtig ist, dass Sie eine zentrale Datenablage haben. Da gibt es verschiedene Möglichkeiten. Nämlich zum einen können Sie eine ganz normale, herkömmliche Ablage auf Ihrem Server haben. Dann können Sie auch eine Cloud-basierte Ablage nutzen oder vielleicht sogar Dokumentenmanagementsysteme. Damit die Mitarbeiter auf das Wissen, das ja in den Dokumenten auch liegt, aber zugreifen können, ist es ganz wichtig, dass Sie vor allem strukturiert Ihre Ablage aufbauen. Ich habe hier unten mal noch einen Screenshot reingepackt. Das ist eine Cloud-basierte Ablage, die wir zum Beispiel nutzen. Und die kann man auch ganz einfach in seinen Windows Explorer dann synchronisieren. Und dann hat man eine ganz normale Anzeige der Ordner, so wie man es auch herkömmlich kennt. So, wichtig ist bei der Struktur, dass Sie versuchen, Themen zu aggregieren. Also es ist sinnvoll, wenn man jetzt zum Beispiel einen Projektordner hat, dass man in diesem Ordner, ich sag mal, bis zu 6 Hauptpunkte definiert und dann in diesen Hauptordnern weiter arbeitet und weitere Ordner anlegt. Dann zum Beispiel können Sie auch sich darauf einigen, dass Sie keine Umlaute nutzen und dass Sie eine einheitliche Dokumentenkodierung nutzen. Also zum Beispiel, dass Sie am Anfang von dem Dokumentennamen immer das Datum in amerikanischer Schreibweise nutzen, dass Sie mit Unterstrichen arbeiten, dass Sie vielleicht die Dokumente nur in Großbuchstaben beschriften. Also da gibt es ganz verschiedene Möglichkeiten und es hilft Ihren Mitarbeitern schneller, das Informationen zu finden, wenn Sie hier sich auf eine einheitliche oder möglichst einheitliche Codierung einigen. Die Vorteile von cloud-basierten Lösungen, die sind natürlich, dass man dann nicht eine schreibgeschützte Datei öffnen muss und nochmal abspeichern muss, sondern dass man online gemeinsam an den Dokumenten arbeiten kann. Man kann sie teilen. Man sieht auch, wenn der Kollege sich gerade im Dokument befindet und kann Echtzeit verfolgen, was er reintippt. Natürlich, es ist wieder standortunabhängig, was gerade aktuell war, auch in der Zukunft wichtig ist. Man kann dadurch auch versuchen, die Mailflut ein bisschen einzudämmen, denn man muss die Dokumente nicht mehr im Anhang an eine Mail verschicken, sondern kann direkt aus der Ablage einen Kommentar hinterlassen an den Kollegen. Man hat nicht mehr das Problem mit unterschiedlichen Versionsständen, dass man nicht mehr weiß, was jetzt das Aktuelle war. Und die Historie wird auch gespeichert. Also man kann auch dann auf alte Versionen wieder zurückgreifen. Also gerade die Datenablage ist auch ein wichtiger Punkt, wenn Sie sich mit dem Thema Wissen beschäftigen.
Ich habe Ihnen hier noch eine Übersicht reingepackt mit cloudbasierten Datenablagen. Viele kennen Sie bestimmt auch oder nutzen Sie schon. Ich möchte jetzt aber in diesem Webinar gar nicht im Detail darauf eingehen. Das war Thema des gestrigen Webinars und das wird auch online gestellt und dann können Sie sich das auch noch mal gerne angucken und sich näher informieren. So, hier habe ich Ihnen jetzt noch ein paar Methoden aufgelistet, wie Sie Wissen im Unternehmen bewahren und transferieren können. Gibt es ganz verschiedene. Wir fangen mal oben an bei den Lessons Learned. Das bedeutet ganz einfach, dass der Mitarbeiter seine Erfahrungswerte, die er zum Beispiel in einem Projekt erlangt hat, erfasst, analysiert und bewertet und auch für die Zukunft den anderen Mitarbeitern bereitstellt, damit man einfach für die Zukunft daraus lernen kann, damit man gewisse Dinge vielleicht noch besser machen kann, Fehler vermeiden kann. Die zweite Methode sind Lerntandems. Das kennen Sie oder können Sie sich vorstellen, wie, ich sag mal, in der Ausbildung von Handwerkern. Da geht ganz einfach der Neuling geht mit dem erfahrenen Mitarbeiter mit und wird in den Tätigkeiten angelernt, bis er sie selbstständig auch ausführen kann. Dann haben wir als drittes das Triadengespräch. Wie es schon sagt, sind hier drei Parteien beteiligt, nämlich einmal ein Moderator, dann ein Wissensgeber und ein Wissensnehmer. Und hier ist es so, dass der Wissensgeber von seinen Erfahrungen erzählt, um so viel implizites Wissen, wie es geht, sichtbar zu machen. Der Moderator stellt dann Rückfragen, um das Wissen auch aufzudecken und auch das Verständnis des Wissensnehmers sicherzustellen. Dann die vierte Methode ist das Expert Debriefing. Das ist ein moderierter Wissenstransfer auch, muss nicht bei allem moderiert werden. Und das Verfahren eignet sich perfekt für komplexe Tätigkeiten auszuführen. Und das habe ich Ihnen hier jetzt mal noch etwas genauer dargestellt. Das Expert Debriefing, das startet damit, dass zuerst mal identifiziert wird, wer ist der Wissensträger und wer ist der Wissensnehmer. Zum Beispiel ein Mitarbeiter, der im nächsten Jahr in Rente geht und das Unternehmen verlässt und eben ein neuerer Mitarbeiter. Dann wird ein Vorgespräch geführt, das ist dann oftmals moderiert und hier wird die Erwartungsklärung besprochen, die Ziele und der zeitliche Rahmen dieses Expert-Debriefing-Prozesses. Dann wird im nächsten Step das Wissen des Wissensträgers erstmal strukturiert erfasst. Also welches Wissen hat er oder braucht er, um seine Aufgaben auszuführen? Habe ich auch gleich noch ein Beispiel mitgebracht. Daraus wird dann abgeleitet, was der neue Mitarbeiter quasi alles erlernen muss und welche Aufgaben er durchführen muss, um dies zu erlernen. Und dann wird das Ganze in einem Maßnahmenplan erfasst. Also können Sie sich eine Excel-Tabelle vorstellen, wo genau drin steht, welche Aufgaben der Wissensnehmer in den nächsten 3 Monaten zum Beispiel durchführen muss, damit er sich gewisse Kenntnisse aneignen kann. Da steht dann auch drin, wen er dazu noch befragen muss, wer wichtig noch dafür ist, wie lange er dafür Zeit investieren soll, was auch das Ergebnis sein soll. Und genau, zum Ende gibt es dann auch eine Reflexion, wo geguckt wird, wie hat das Ganze funktioniert? Ist der Wissensnehmer, also der neue Mitarbeiter, konnte er sich hier neue Kenntnisse aneignen oder was fehlt zum Beispiel noch? Hier ist ein Beispiel einer Jobmap mal ganz vereinfacht. Also es wird geschaut, was ist das Netzwerk oder was umfasst das Netzwerk des Mitarbeiters. Also hat er zum Beispiel mit bestimmten Kunden zu tun, die wichtig sind oder auch intern mit anderen Abteilungen, mit anderen Kollegen, die wichtig sind, damit er seine Aufgaben ausführen kann.
Dann wird auch erfasst, in welchen Meetings ist er zum Beispiel regelmäßig, wo ist die Ablage dafür und dann für seine einzelnen Tätigkeiten, was ist wichtig, um diese Tätigkeit auszuführen, wie ist der Prozess dahinter, welche Aufgaben bringt das Ganze mit sich, wer sind die Ansprechpartner, wo liegen Dokumente mit wichtigen Informationen und Wissensquellen und was sind Tipps und Tricks, um das auszuführen und was könnten auch Stolpersteine sein. Und diese Jobmap, die kann man zum Beispiel ganz einfach in einem Mindmap erstellen. Wenn Sie das Ganze einfach mal im Internet googeln, da finden Sie auch ganz viele Beispiele zur Inspiration. Ich habe Ihnen jetzt hier aufgeführt, welche Technologien Sie auch dafür nutzen können. Denn auch wenn wir aktuell uns vielleicht nicht im Unternehmen befinden oder eben den engen Kontakt nicht haben dürfen, kann man trotzdem solche Methoden anwenden. Und zwar kann man hier zum Beispiel, hier sehen Sie MindMeister, das ist ein Mindmap-Tool, das ist auch in der Basisversion frei und hier können Sie auch mit mehreren Personen zusammen ganz einfach Mindmaps erstellen, also zum Beispiel so eine Jobmap. Dann können Sie mit Excel, können Sie diese Maßnahmenpläne zum Beispiel erstellen. Noch besser ist es natürlich, wenn Sie gemeinsam an dieser Excel arbeiten können. Dann wäre auch denkbar, dass Sie Online-Fragebogen nutzen, um gewisses Wissen bei Personen abzufragen. Und was man sich auch für die Zukunft vorstellen könnte, das ist hier mal als Ausblick reingepackt, dass sogenannte Chatbots vielleicht auch den Mitarbeiter hierbei unterstützen könnten. Hier in diesem Heft, da habe ich Ihnen auch den Link hinterlegt. Hier finden Sie noch nähere Informationen zum Expert Debriefing, aber auch zu den anderen Methoden. Also gehen Sie da gerne mal drauf, da können Sie ganz viel finden. Dann habe ich Ihnen hier noch eine Folie reingepackt zum Thema Weiterbildung. Das hatte ich ja angesprochen, dass das auch enorm wichtig ist. Also Sie können auch innerhalb des Unternehmens zum Beispiel solche Webinare, wie wir es jetzt gerade machen, durchführen. Also es ist auch ein sehr gutes Instrument. Das war auch nochmal Thema des Webinars von gestern. Wie gesagt, es wird online gestellt. Da haben wir auch verschiedene Webinar-Tools vorgestellt, die es gibt. Und was eben sehr gut ist, man kann in diesen Webinaren oder diese Tools dafür nutzen, um Inhalte in Form von Informationsveranstaltungen zu vermitteln, so wie ich es jetzt gerade mache. Aber man hat auch die Möglichkeit, viel mehr noch interaktiv miteinander zu arbeiten. Also wir hatten es eben bei der Live-Umfrage und bei diesem Whiteboard mit der Landkarte, auf dem man malen kann. Das kann man natürlich auch noch viel intensiver nutzen. So, dann hier noch eine Folie, die Sie bestimmt auch schon kennen. Das sind einfach so ein paar Tipps, wie Sie gerade aktuell in der Remote-Arbeit auch die Kommunikation im Team aufrechterhalten, nämlich dass Sie vielleicht morgens so ein Daily-Stand-up mit einem Kaffee machen, um sich auch einfach mal ganz informell auszutauschen, dass Sie aber auch Ihre Team-Meetings planen wöchentlich, dass Sie Ihren, dass Sie auch die Führungskraft und die Mitarbeiter regelmäßig One-to-Ones miteinander haben, um sich auszutauschen, dass Sie auch Arbeitsschritte sichtbar machen. Also das wurde auch schon in dem anderen Webinar ausführlich erläutert. Die Frage ist natürlich, warum ist das jetzt für das Wissensmanagement überhaupt relevant? Das ist ganz einfach, denn gerade in diesem Austausch kann man sehr gut implizites Wissen weitergeben. Also gerade, sage ich mal, normalerweise in der Kaffeeküche, wenn man sich mal mit Mitarbeitern austauscht, mit denen man vielleicht gar nicht so eng zusammenarbeitet, entstehen manchmal sogar die besten Ideen. Und können solche Formate helfen, um das weiterhin auch in der Remote-Arbeit zu gewährleisten.
Dann haben wir hier auch noch die Empfehlung, dass Sie in Ihrem Team auch bestimmte Regeln vereinbaren. Und zwar gewisse Kommunikationsregeln, also wie Sie miteinander in Kontakt treten, wenn es zum Beispiel dringend ist und es handelt sich um ein komplexes Thema, dass Sie einfach wie eigentlich herkömmlich zum Hörer greifen oder eben einen Webcall machen, dass Sie bei Themen, die vielleicht nicht so komplex sind, den Messenger benutzen und wenn die Antwort eben mal nicht eilt, einfach eine Mail nutzen und vor allem, dass Sie Aufgaben auch bei den Aufgaben auch Verantwortliche definieren. Da gibt es die Methode, die nennt sich RAG. Wer hat die Durchführungsverantwortung von einer Aufgabe? Wer hat die Gesamtverantwortung? Welche Personen müssen befragt werden, um dann die Aufgabe auszuführen? Und welche Personen sind zu informieren? Hier kann man sich jetzt auch nochmal fragen, warum ist es für das Wissensmanagement relevant? Das ist ganz einfach. Sie können das nämlich genau aufs Wissensmanagement übertragen. Versuchen Sie zu definieren, wer ist für die Durchführung von Umsetzungskonzepten in Ihrem Unternehmen verantwortlich? Wer hat die Gesamtverantwortung für das Thema Wissensmanagement? Welche Personen sind die Wissensträger, die befragt werden müssen? Und welche Personen benötigen das Wissen, um ihre Aufgaben gut ausführen zu können? So, hier habe ich Ihnen jetzt mal noch versucht, ganz einfach zusammenzufassen, wie Sie jetzt zum Thema Wissensmanagement Schritt für Schritt vorgehen können. Nämlich versuchen Sie sich zuerst eine ganzheitliche Strategie zu überlegen. Also welches Wissen haben Sie aktuell, welches Wissen müssen Sie aufbauen und wie können Sie das Wissen in Ihrem Unternehmen bereitstellen. Wählen Sie ein Kommunikationstool aus, das alle Mitarbeiter auch nutzen können, um sich miteinander auszutauschen und dann schaffen Sie eine Plattform. Ob das Ganze jetzt in einem Firmenwiki dargestellt wird oder ob Sie versuchen, Ihr Wissen erstmal strukturiert in der Ablage zu erfassen, das ist ganz Ihnen überlassen und das ist auch von Unternehmen zu Unternehmen unterschiedlich. Und dann auch ganz wichtig, vereinbaren Sie Regeln und legen Sie auch die Rollen fest. Und noch ein paar Tipps von mir. Probieren Sie einfach mal aus, experimentieren Sie. Es ist auch ganz wichtig, die Mitarbeiter und Kollegen zu ermutigen, Wissen zu teilen und auch Dinge erstmal auszuprobieren, auch wenn sie vielleicht nachher nochmal ein bisschen verändert werden. Das ist einfach ein Lernprozess. Dann geben Sie sich auch regelmäßig Feedback. Versuchen Sie, das Ganze nicht zu verkomplizieren, indem Sie vielleicht zu viele Tools nutzen und miteinander kombinieren möchten. Und ganz wichtig, Wissensmanagement ist auch immer ganz individuell aufs Unternehmen zugeschnitten. Also ich kann Ihnen aus Erfahrung mitteilen, ich habe selbst schon mal ein Wissensmanagement, also in Form eines Wikis, in einem Unternehmen eingeführt. So eine Einführung dauert auch. Es ist ganz wichtig, dass die Mitarbeiter sensibilisiert werden, dass sie mitgenommen werden, dass sie auch die Möglichkeit haben, ihren Input zu dem System zu geben und zu sagen, wie man das System am besten aufstellen kann. Und dann ist das Ganze wirklich ein Lernprozess. Also Mitarbeiterschulungen sind wichtig. Dann muss das System auch ständig angepasst werden. Die Struktur verändert sich auch. Also man merkt richtig, dass so etwas auch ein lebendes System ist. So, und hier zum Ende habe ich Ihnen noch einmal ein paar Kollaborationstools zusammengefasst. Auch dies ist nur eine Auswahl meinerseits. Hier gibt es natürlich noch viel mehr. Mittlerweile lassen sich die Tools auch gar nicht mehr so streng in die Kategorien Dokumentenverwaltung, Aufgabenverwaltung oder Kommunikation einordnen, sondern haben oft vielfache Funktionen. Von daher, wenn Sie sich hier auch für Tools interessieren, kann ich Ihnen empfehlen, dass Sie einfach auf die Website der Tools gehen, schauen Sie sich an, was Sie können. Oftmals gibt es auch Best Practices und man hat auch ganz oft die Möglichkeit, dass man sich eine kostenlose Demo-Version runterladen kann und das Tool dann ganz einfach mal ausprobiert. So, und das war's erstmal zu dem Thema. Ich darf jetzt auch noch auf unsere nächsten Webinare verweisen.
Und ja, ich werde jetzt mal den Fragemodus starten. Ich sehe, hier ist gerade schon die erste Frage reingekommen. Ich kenne ein System, hinter dem auch eine KI-Lösung steht. Ich müsste jetzt selbst noch mal nachschauen, wie es heißt. Ich würde mir das jetzt gleich notieren und dann würde ich Ihnen im Nachgang an das Webinar da noch mal Informationen zukommen lassen. Wie viel Zeit? Also pauschal kann man erstmal nicht sagen, wie viel Zeit man dafür benötigt. Das ist wirklich ganz abhängig vom Unternehmen. Also, wie groß ist Ihr Unternehmen? Was möchten Sie mit dem Firmenwiki erreichen? Wie viele Mitarbeiter ja, haben Sie auch, die daran natürlich teilnehmen werden? Also, es ist wirklich ganz individuell, ja, oder abhängig. Ich kann Ihnen aus meiner Erfahrung erzählen, eingeführt ist ein System, sag ich mal, oder eine Software relativ schnell, aber die Nutzung und der Aufbau und die Mitarbeitersensibilisierung, die benötigt Zeit. Und ja, also ich würde mal sagen, 6 Monate können Sie mindestens mit so etwas rechnen, aber bis wirklich das System von allen gelebt wird, das glaube ich, dauert länger. Also meine Erfahrung war da auch bis zu einem Jahr. Ich hoffe, ich konnte Ihre Frage damit beantworten. Gerne.